Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon-Gerüchte-Küche-Video zum Thema Pokémon Sonne und Mond. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mitbekommen haben, aber es wurde angeblich der gesamte Pokédex geleakt. Ich selber glaube nicht, dass das der komplette und der richtige Pokédex ist, darum werde ich das nur unten verlinken bzw. gleich komplett dort unten posten. Mal gucken, wie lang die Beschreibung sein darf. Und ihr könnt euch ja selber davon überzeugen, das Argument, was etwas gegen diese Liste spricht, ist, dass das Sandburg-Pokémon nicht mit drinnen ist. Ich meine, es sind nur Leaks, da muss nicht wirklich alles drin sein und der Rest sieht eigentlich irgendwo plausibel aus, aber dennoch glaube ich nicht, dass das die richtige Liste ist. Außerdem, und das finde ich etwas schade, in diesem vermeintlichen kompletten Pokédex wäre es nicht schlecht gewesen, wenn Alola-Formen drin gewesen wären. Dann wüsste man nämlich zumindest, auf was wir uns noch alles einlassen können, weil irgendwo zähle ich die Alola-Formen schon als neue Pokémon. Aber wenn wir schon bei den Alola-Formen sind, egal ob sich die Pokémon an die Umgebung angepasst haben oder an die Fressfeinde oder ob sie einfach nur eine starke Nackenmuskulatur wollten, es gibt die verschiedensten Gründe, warum die Pokémon in Alola so aussehen, wie sie aussehen. Und es gibt ein Pokémon, wo ich wirklich hoffe, dass das ebenfalls eine neue Form bekommt. Und zwar ist das Evoli. Das haben jetzt auch schon ziemlich viele Leute gesagt, dass Evoli wahrscheinlich der Kandidat schlechthin für Alola-Form ist. Und es ist auch richtig so. Kein anderes Pokémon ist so dafür prädestiniert dafür, sich evolutionstechnisch an irgendwelche Umgebungen anzupassen. Und alle möglichen anderen Pokémon schaffen das ja anscheinend auch. Und es gibt ein paar Gründe dafür und es gibt ein paar Gründe dagegen. Und ich würde jetzt gerne erstmal mit den Gründen dagegen anfangen. Das sind die Namen. Es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass Aquana einen anderen Typen haben soll als Wasser. Es heißt im japanischen Rainers, es könnte zumindest Gift sein, mit Säureregen oder so, würde funktionieren. Auch Flamara würde funktionieren, weil das im japanischen, glaube ich, Booster heißt. Aber trotzdem gibt es ein paar Namen, wo es wirklich schwierig ist. Zum Beispiel kommt Glaciola, glaube ich, von Gletscher. Und da kommt jetzt nicht so viel dazu als Eis. Mir fällt nichts anderes ein, was ich mit einem Gletscher verbinden würde. Außer vielleicht wieder Wasser. Und Aquana haben wir ja schon. Und es wäre dumm, einen Glaciola vom Typ Wasser zu machen, wenn wir schon einen Aquana vom Typen Wasser haben. Was auf der anderen Seite aber dafür spricht, und das hat irgendwie noch niemand erwähnt, wer sagt uns denn nicht, dass die Evoli-Entwicklungen in Alola einen Doppeltypen haben? Und ich habe kein Problem, mir ein Wassergift-Aquana vorzustellen oder ein Elektro-Stahl-Blitzer beziehungsweise ein Feuer-Eis-Flamara. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und man hat damals als Totschlagargument in anderen Videos gesagt, dass das Evoli, was im Trailer gezeigt wurde, ja auch ein normales Evoli ist. Und dazu soll gesagt sein, dass das Kokowai auch ein normales Owai hat. Wie die Basisform aussieht, hat absolut nichts mit der Entwicklung zu tun. Und wer jetzt sagt, man hat in der späteren Generation aber kein Alola und würde somit nie die Entwicklungen bekommen, dann gibt es halt in dem nächsten Pokémon-Spiel sowas wie ein Tropical Island und alle Pokémon, die dort drin gezüchtet werden, die sind dann halt die Alola-Form. Ich meine, da kann sich Game Freak wirklich austoben, die haben da ja keine Grenze. Wir haben bei Mario Welten in kleinen Bildern, da werden die es ja wohl schaffen, irgendwie ein Gebäude zu bauen, wo die Klimazustände so sind wie woanders. Und was für mich eigentlich auch dafür spricht und was eine sehr interessante Komponente wieder wäre, was ich auch bei diesem Spiel sehr schön und vielleicht auch recht kritisch finde, wir wissen, dass es Evoli normalerweise nur in Kalos gibt. In jedem anderen Spiel bekommt man Evoli immer von einer Person geschenkt, beziehungsweise ist sie in diesem Garten von diesem reichen Typen, aber der setzt die da ja jeden Tag selber aus, insofern die leben da eigentlich auch nicht. Und richtige wilde Evoli hat man wirklich nur in Kalos. Und wir wissen über Alola, dass dort Pokémon ausgewildert wurden, die dort eigentlich nicht hingehören. Ich glaube, Vulpix ist so ein Fall und Mangunio gehört ebenfalls dazu. Ich sehe es schon vor mir, dass Mangunio in der 8. Generation auch anders aussieht als jetzt in der 7. und dass sein Aussehen in der 8. dann seine ursprüngliche Form ist und dass wir jetzt eigentlich schon die Alola-Form von ihm sehen. Ungeachtet davon allerdings denke ich, dass auch Evoli so ein Fall ist, der von irgendwelchen Leuten vielleicht mitgebracht wurde und dann dort ausgesetzt wurde, aus was für Gründen auch immer, und sich dann dort halt an die Umgebung angepasst hat. Und da Evoli ja sowieso das Entwicklungs-Pokémon schlechthin ist, glaube ich, hat es keine Probleme, sich da irgendwie eine neue Form zurechtzuschustern. Und ich hoffe wirklich, dass jede Evoli-Entwicklung eine Alola-Form bekommt. Und um bei Entwicklungen zu bleiben, da kann ich dann gleich noch was ansprechen. Wir kennen ja alle Coriogel. Und wir wissen ja auch, dass Coriogel auf jeder Insel einen anderen Tanz repräsentiert. Und ich habe euch ja letztens auch noch diese vermeintlichen Starterentwicklungen gezeigt, wo Robal ja eine Nixe war. Nixen sind sehr gerne in der Mythologie auch mal Sirenen und Sirenen singen ja bekanntlich.
Ich hege den Verdacht, dass es vielleicht dieses Mal das erste Mal sein kann, dass Starter-Pokémon unterschiedliche Entwicklungen bekommen oder zumindest unterschiedliche Typen. Also ich will jetzt nicht, dass Robball irgendwann eine Rapper-Robbe wird, nur weil er auf Insel Schlag mich tot sein Level up hat, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil warum machen sie so ein unglaublich großes Geheimnis aus diesen Entwicklungen? Wir wissen nichts über die weiteren Stufen der Starter. Absolut nichts. Zu diesem Zeitpunkt bei anderen Spielen wussten wir schon die letzte Stufe. Und diesmal wissen wir nichts. Das ist absolut verrückt. Darum denke ich, dass da noch irgendwas dahinter stecken wird. Ich hoffe, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Dieser pseudo-falsche, richtige Leak, den ich unten in der Beschreibung habe, hat auch sowas Ähnliches gesagt mit Starter haben variable Typen. Aber da habe ich ja schon gesagt, was ich von dem Leak halte. Ich glaube nicht, dass der richtig ist. Aber da möchte ich doch hoffen, dass er recht behält. Und abschließend, um nochmal bei Koryogel zu bleiben. Wir wissen nun, dass die Insel mit der Feuerprüfung Akala heißt und dass Akala das hawaiianische Wort für rosa ist. Das bedeutet, dass die Farben von Koryogel wahrscheinlicher sind als Inselnamen als die Namen der ersten Generation, was ich ziemlich schade finde. Aber damit haben wir statt grün und statt blau wohl rosa und lila, also Akala Island und Pony Island. Also immerhin, wir haben farbige Namen, aber es sind nicht die Farben, die ich erwartet habe. Schade. Aber damit würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin, euer Elig. Bye! PS, am 12. kommen neue Infos von Nintendo, die dürfen wir auf keinen Fall verpassen.